إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter war. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe heute erneut die große Ehre, euch eine weitere Geschichte aus dem Koran al-Karim von einem großartigen Propheten zu erzählen. Und seit geraumer Zeit studieren wir die Geschichten der Propheten, damit wir die Menschen kennenlernen, die Allah subhanahu wa ta'ala am nächsten waren, die viel Wissen gehabt haben und die wussten, wer ihr Schöpfer war, weil sie von Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt waren und er ihnen die großartige Gnade gegeben hat, dass sie den Menschen das Gute beibringen dürfen. Diese Propheten waren Auserwählte. Diese Propheten hatten einen großartigen Job. Sie mussten zu den Menschen gehen und sie mussten den Menschen das zeigen, was die Menschen zu großen Teilen nicht geliebt haben. Und zwar, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam sein sollten. Menschen haben ihren eigenen Verstand. Allah hat ihnen einen eigenen Verstand gegeben. Aber der eigene Verstand berechtigt dich nicht, Sünden zu machen, weil Allah azza wa jal dir eine Prüfung mit diesem Verstand gegeben hat. Du hast einen eigenen Verstand, wirst du aber erkennen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dein Schöpfer ist, wirst du erkennen, dass du nach den Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala leben musst, dein Erschaffer, dein Schöpfer, dein Ernährer, dein Versorger, derjenige, der dich am Tage der Auferstehung abberufen wird. Allah azza wa jal hat uns diese Prüfung gegeben. Und es gibt unter den Menschen Kuffar und es gibt unter den Menschen Gläubige. Allah azza wa jal hat dieses so bestimmt, liebe Brüder und Schwestern. Und wenn Allah wollte, hätte er alle Menschen recht leiten können. Aber Allah azza wa jal macht alles mit der Weisheit. Die Kuffar sind eine Prüfung für die Gläubigen und die Gläubigen sind eine Prüfung für die Kuffar. Möge Allah azza wa jal uns von den Gläubigen machen, liebe Brüder und Schwestern. Es ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr essentiell, dass wir diese Geschichten genau und richtig studieren, auf dass wir diese Vorbilder uns als einzige Vorbilder nehmen und auch im Leben so praktizieren wie diese Leute. Diese Leute wurden umgebracht für die Botschaft, die sie zu den Menschen rausgebracht haben. Diese Leute wurden gequält, weil sie zu den Menschen rausgegangen sind und ihnen gesagt haben, was Allah azza wa jal von ihnen erwartet. Und diese Menschen wurden missachtet und beleidigt. Aber jeder von ihnen hat seinen Job gemacht. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Das waren richtige Männer, liebe Brüder und Schwestern. Teilweise gingen Propheten zu ihren Völkern und niemand wollte das tun, was die Propheten ihnen gesagt haben. Allahu Akbar. Was für eine Prüfung. Stellt euch vor, wir, die wir rumgehen und auch den Leuten etwas über den Islam erzählen, wenn keiner etwas von dir annehmen will, wie schwer ist es, die Da'wah, den Ruf zu Allah subhanahu wa ta'ala weiter fortzuführen. Aber diejenigen, die geduldig sind und Allah subhanahu wa ta'alas Wohlgefallen ersuchen, sie werden die erfolgreichen Yawmul Qiyamah sein. Wir hören heute, liebe Brüder und Schwestern, die Geschichte von Isa alayhi salam, Jesus, ein geehrter Prophet. Jesus war ein Gesandter und Prophet, den jeder Mensch kennt. Ein Diener Allahs, über den viele Menschen miteinander gestritten haben
und immer noch streiten. Aber es gibt ein Buch, liebe Brüder und Schwestern, wo die volle Wahrheit über diesen Propheten Allah steht. Und das ist im edlen Buch Allahs, subhanahu wa ta'ala, den Koran. Lasst uns heute nichts anderes als die Wahrheit über Isa alayhi salam hören. Die Mutter von Isa war Maryam, radiyallahu anha wa ardaha. Sie war die Reine, die Tugendhafte, die Gottesfürchtige. Der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gab uns Auskunft über diese edle Frau. Ibn Abbas radiyallahu an berichtete, dass der Gesandte Allahs einmal vier Linien in den Boden gezeichnet hat. Dann sagte er, wisst ihr, was das ist? Wir sagten, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, die besten Frauen im Paradies sind Khadija bin Khuwailid, Fatima bint Muhammad, Asiya bint Mazahim und Maryam bint Imran. Allahu Akbar. Die besten Frauen im Paradies. Sie sind im Paradies und sie sind die besten im Paradies, liebe Brüder und Schwestern. Was für eine Ehre für diese großartigen Frauen. Es waren nicht nur Männer. Es waren nicht nur Männer, die ein Vorbild für die Nation gewesen sind. Nein, es gab auch Frauen unter ihnen, die Allah subhanahu wa ta'ala erwählt hat. Und diese Frauen sind im ewigen Buch Allah subhanahu wa ta'ala verzeichnet, liebe Brüder und Schwestern. Eine ganze Sura hat Allah subhanahu wa ta'ala über Maryam radiyallahu anha wa ardaha im Quran al-Karim uns gelassen. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über diese edle Frau Maryam? ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Allah hat ein Beispiel für die Gläubigen auch von Maryam radiallahu anha gegeben, Imrans Tochter, die ihre Scham bewahrte. Schaut mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie beschreibt. Die war eine Frau, die ihre Scham bewahrt hat. Das heißt, sie hat keine Unzucht gemacht oder etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Was hat Allah azza wa jal mit ihr gemacht? Wir hauchten ihr von unserem Geist ein und sie glaubte an die Worte ihres Herrn und an seine Schrift und war eine der Gehorsam. Das ist die Beschreibung von Allah subhanahu wa ta'ala über diese edle Frau, liebe Brüder und Schwestern. Allah subhanahu wa ta'ala, er bestimmt, wen er will. Und er hat bestimmt, dass sie den großartigen Propheten Isa alayhi salam auf die Welt bringen sollte. Allah ließ Maryam mit Isa, mit Jesus schwanger werden, ohne dass irgendein Mann sie vorher je berührt hat. Allah machte damit Isa zu einem Zeichen für die Menschheit. Ein Wunder, was niemand verleugnen kann. Die Menschen sollten verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala machen kann, was er will. Er kann erschaffen, was er will und wie er es will. Dies beweist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die absolute Macht besitzt, alles zu tun, was er möchte. Azza wa jal. Jesus machte mit Hilfe Allahs die Toten wieder lebendig. Er machte die Blinden wieder sehend und er heilte die Kranken und machte sie mit der Hilfe Allahs wieder gesund, liebe Brüder und Schwestern. Diese Wunder gab Allah subhanahu wa ta'ala diesem edlen Propheten. Allah hat ja die Propheten mit Wundern ausgestattet, damit, wenn sie zu den Menschen kommen, die Menschen nicht sagen, der hat dieselbe Haarfarbe wie ich, der hat dieselbe Hautfarbe wie ich, der ist genauso groß wie ich. Nein, Allah gab ihnen Wunder, damit die Menschen sie erkennen. Und trotz der Wunder, die Allah azza wa jal diesen Menschen gegeben hat, subhanallah, gab es manche, sie haben diese Propheten verleugnet, obwohl sie offenkundige Wunder gesehen haben. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er wurde nicht akzeptiert als Gesandter Allahs. Die Leute haben ihn verworfen, liebe Brüder und Schwestern. Eines Tages, Allah gab ihnen diese Fähigkeit dazu, ging Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und vor den Augen der Kuffar hat er den Mond gespalten und selbst die späten Wissenschaftler von den letzten Jahren haben bewiesen, dass es einen Riss im Mond gibt. Gute Nacht, sagen wir ihnen. Seit 1400 Jahren wissen wir das. Seit der Koran uns das offenbart hat. Allah subhanahu wa ta'ala gab die Fähigkeit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, den Mond zu spalten, liebe Brüder und Schwestern. Wisst ihr, was die Kuffar gesagt haben? Das ist Zauberei. Allahu Akbar. Ein Osterhase ist keine Zauberei. Ein Weihnachtsmann ist keine Zauberei. Aber dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Mond gespalten hat, das ist Zauberei für sie.
Sind diese Menschen Gläubige, liebe Brüder und Schwestern? Wallahi, wir sollten darüber nachdenken, dass es schlimm ist, wenn ein Prophet zu dir ist, mit Wundern ausgestattet ist und du ihn erkennst, deutlich erkennst durch seine Wunder. Wie kannst du diesem Menschen nicht folgen wollen? Und stattdessen folgen sie Menschen, die sie erniedrigen und beleidigen. Allahu Akbar. Jeder hat seine Vorbilder, liebe Brüder und Schwestern. Aber hören wir uns an, wie alles mit Isa alayhi salam angefangen hat. Die Familie von Imran hatte keine eigenen Söhne, die den Menschen hätten die Religion beibringen können. Aber in dieser Familie von Imran gab es eine gottesfürchtige Frau, die Mutter von Maryam, radiallahu anha wa ardaha. Diese hatte irgendwann endlich geheiratet und es kam dazu, dass sie schwanger geworden ist. Als sie schwanger geworden ist, betete sie zu Allah und sprach: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Erinnere daran, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, als die Frau von Imran sagte, hört mal, eine Frau, die ein Kind im Bauch hat, erstmal, sie lässt es nicht abtreiben, Nummer eins. Nummer zwei, diese Frau, die das Kind im Bauch hatte, hat nur ein Ziel gehabt. Ich möchte ein Kind Allah subhanahu wa ta'ala versprechen, was gottesfürchtig ist und was voll und ganz in den Dienst Allah subhanahu wa ta'ala stehen soll. Wie viele Menschen bringen Kinder auf die Welt, die einfach nur im Dienste Allahs sein sollen? Liebe Brüder und Schwestern, die meisten bringen Kinder zur Welt, die in ihren eigenen Diensten stehen sollten. Aber nein, Maryam sollte im Dienste von Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und so war es auch. Allah hat ihr Dua angenommen. Sie sagt: Mein Herr, ich habe dir dieses Kind gelobt, was ich in meinem Bauch trage, nur für den Gottesdienst. Das heißt, sie sollte einzig und alleine für Allah subhanahu wa ta'alas Wohlgefallen da sein, auf dieser Welt sein. So nimm es von mir an. Sie hat Allah darum gebeten, dass dieses von ihr angenommen werden sollte, liebe Brüder und Schwestern. Gewiss, du bist der Allhörende, der Allwissende. Allahu Akbar, liebe Brüder und Schwestern. Und das sollte auch unsere Manier, unser Benehmen sein. Wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala um etwas bitten, dann bitten wir um etwas Gutes. Und wenn wir etwas Gutes auf die Beine gestellt haben oder dieses in Zukunft vorhaben, dann bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er es von uns akzeptieren möge. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Als sie dann das Mädchen zur Welt gebracht hat, sagte sie: Mein Herr, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht. Und Allah weiß doch sehr wohl, dass sie ein Mädchen zur Welt gebracht hat. Allah formt die Kinder im Mutterbauch. Er bestimmt, welches Geschlecht sie haben. Er bestimmt, ob diese Kinder glücklich sein werden oder nicht. Er bestimmt, ob sie von den Paradiesbewohnern sein werden oder nicht. Sie sagt: Ja Allah, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht. Was hat sie damit gemeint? Natürlich hat sie eine Weisheit dahinter gehabt. Sie wollte doch jemanden haben, der predigt. Sie wollte jemanden haben, der die Leute zum Guten ruft. Aber eine Frau kann das nicht machen. Eine Frau kann dieses nicht machen. Eine Frau kann alleine zu Hause studieren. Sie kann die Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala studieren, aber öffentlich auftreten. Allah hat nur Propheten als Männer entsandt, liebe Brüder und Schwestern. Es gibt Frauen, wenn sie ihre Regel haben, dann können sie nicht zu den Menschen rausgehen oder sie können nicht selber vorbeten oder sonstiges. Die Männer hatten diese Umstände nicht gehabt. Allah bestimmt, was er will. Sie sagte: Das Mädchen ist nicht wie der Junge. Ich habe sie Maryam genannt. Und ich stelle sie und all die Leute, die nach ihr kommen, unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Shaitan. Subhanallah, liebe Brüder und Schwestern.
Das war ihr Ziel gewesen, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala ein Mädchen widmet oder ein Kind widmet, das voll und ganz im Dienste Allah subhanahu wa ta'ala steht. Und es dauerte nicht lange, da starben die Eltern von Maryam radiallahu anha wa ardaha. Und das Mädchen Maryam blieb als Waisenkind zurück. Und passt auf, liebe Brüder und Schwestern. Viele fromme Leute, die wir in der islamischen Geschichte kennengelernt haben, und ich meine damit auch schon vor der Zeit vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waren Waisenkinder. Das ist keine Bestrafung von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war selber danach vollweise gewesen. Sein Vater und seine Mutter sind gestorben, weil manche Menschen, natürlich, sie sind traurig, dass sie keine Eltern haben, aber das heißt nicht, dass Allah azza wa jal dir etwas Schlechtes im Leben bestimmt hat. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala macht alles mit seiner Hikma. Aber hat Allah subhanahu wa ta'ala Maryam, als sie weise geworden ist, hat er sie einfach so im Stich gelassen? Hören wir uns an, wen er ihr als Onkel gegeben hat, der sich um sie kümmern sollte. Zakaria, Allahu Akbar. Und Zakaria war ein Prophet gewesen. Zakaria war ein Prophet gewesen, einer der edlen Propheten gewesen, der Vater von einem Propheten, von Yahya, alayhi salam, liebe Brüder und Schwestern. Das Mädchen blieb also die nächste Zeit bei Zakaria, damit er sie erzieht, und er wollte sie vor den Götzendienern schützen, die überhaupt keinen Respekt vor Frauen in dieser Zeit gehabt haben, liebe Brüder und Schwestern. Allah hat sie in die Hände von Zakaria geschickt, dass er sie betreuen sollte. Maryam war kein gewöhnliches Mädchen. Weder mit anderen Kindern, noch wollte sie alleine spielen, sondern sie wollte lieber die Bücher studieren, wo über Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen wurde. Und sie hat sehr gerne zugehört, wenn Zakaria etwas über Allah subhanahu wa ta'ala erzählt hat. Und so wuchs sie auf, Maryam radiallahu anha, zu einer schönen, klugen, bescheidenen jungen Frau heran. Zakaria gab Maryam ein eigenes Zimmer und darüber freute sie sich sehr. Denn sie war sehr gerne allein und sie saß dort sehr gerne allein, um die ganze Welt zu vergessen und nur an Allah subhanahu wa ta'ala zu denken. Aber wer hat sie versorgt? Wer hat Maryam radiallahu anha versorgt, liebe Brüder und Schwestern? كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Jedes Mal, wenn Zakaria Maryam besuchen kam, fand er in ihrem Zimmer Früchte aller Art hervor. Er sagte: Ja, Maryam, woher hast du diese Speisen? Und wisst ihr, welche Speisen es waren? Wenn er im Winter zu ihr reinkam, hatte sie Sommerspeisen vor sich. Und wenn er im Sommer zu ihr kam, dann hatte sie die Speisen vom Winter vor sich. Subhanallah. Allah Azza wa Jal versorgt, wem er will. Sie sagte Maryam radiallahu anha, von Allah, denn Allah ernährt, wen er will, ohne Maß. Da wusste Zakaria, dass Allah subhanahu wa ta'ala Maryam auserwählt hatte. Und er sorgte sich um dieses Mädchen. Aber jetzt hatte er seine Ruhe im Herzen, weil er hat sich darüber Gedanken gemacht, wenn er stirbt, wer wird sich um seine Pflegetochter kümmern? Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses in die Hand genommen, liebe Brüder und Schwestern. Und ich möchte euch hiermit eine Sache sagen. Seid nicht traurig, wenn ihr jetzt vielleicht auch euer Zuhause verlässt. Wenn ihr euer Zuhause verlässt und eure Familie bleibt zurück, seid nicht traurig darüber. Derjenige, der auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala zieht, Allah ist mit ihm. Allah subhanahu wa ta'ala wird sich um alle seine Angelegenheiten kümmern. Allah subhanahu wa ta'ala hat Engel zu Maryam radiallahu anha geschickt. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ O Maryam, Allah hat dich auserwählt und gereinigt. Von den Frauen aller Nationen hat er dich auserwählt. Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. O Maryam, bete darum zu deinem Herrn, wirf dich nieder und verbeuge dich mit den sich Verbeugenden. Eines Tages zog Maryam radiallahu anha raus und sie ging an einem einsamen Ort östlich von der Stadt zurück, wo niemand
sie sehen und stören konnte. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Und gedenke im Buch Mariams, als sie sich von ihren Angehörigen an einen östlichen Ort zurückgezogen hat. Sie ging zu diesem Ort, badete und wusch ihre Kleider und betete. Da erschien ein Engel, liebe Brüder und Schwestern, und es war Jibril alayhi salam in Menschengestalt. Er kam in der Gestalt eines jungen Mannes, und als sie ihn gesehen hat, erschrak sie und sagte: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Sie sagte: Allah beschütze mich vor dir. Geh weg, wenn du gottesfürchtig bist. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Der Engel Jibril erwiderte: Ich bin nur ein Bote von deinem Herrn und ich soll dir sagen, dass du einen Sohn bekommen wirst. Er hat bereitet sie darauf vor. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Wie soll ich denn ein Kind bekommen? Fragte Mariam. Wie soll ich ein Kind bekommen, wo mich doch niemand angefasst hat? Und ich auch keine Prostituierte bin. Subhanallah. Schaut mal, liebe Brüder und Schwestern. Mariam wusste ganz genau, was sie getan und was sie nicht getan hat. Sie wusste ganz genau, wie soll ich ein Kind bekommen, wo mich doch kein Mann berührt hat. Heutzutage, die Frauen wissen nicht mehr, von wem das Kind ist. Allahu Akbar. Schaut mal, Mariam radiallahu anha. Wie soll ich ein Kind bekommen, wo mich doch kein Mann angefasst hat? Aber heutzutage, lasst uns über unsere muslimischen Frauen sprechen. Die Kuffar haben ihre eigene Welt. Heutzutage haben wir muslimische Mädchen, die nennen sich zumindest so, waliyadu billah, sie haben kein Problem damit, mit 3 oder 4 Jungs auszugehen. Sie heißen Layla und sie heißen Aisha und sie heißen Maryam. Die Namen von den tugendhaften Frauen. Aber bei was siehst du diese Frauen? Diese Frauen, liebe Brüder und Schwestern, sie beschäftigen sich damit, die Jungs zu verzaubern und mit ihnen Unzucht zu machen, waliyadu billah. Sie sind den ganzen Tag damit beschäftigt, zu gucken, wie sie noch hübscher werden und wie sie für die Männerwelt noch attraktiver wirken können. Sind das diejenigen, die sich Mariam als Vorbilder nehmen? Eines Tages, als ich zur Moschee ging, ich gehe immer durch einen Park, da habe ich ein Mädchen gesehen, nach der äußeren Erscheinung, muslimisches Mädchen, vielleicht war sie 16, vielleicht war sie 17 Jahre alt. Sie war mit 7 Jungen auf dem Spielplatz und fast jeder hatte sie auf dem Schoß gehabt. Ja, liebe Brüder und Schwestern, Subhanallah, Wallahi, wenn wir eine Sache bedenken und es wird nicht mehr lange dauern, dann werden sie alles frei auf offener Straße machen. Früher haben sich die Mädchen noch ein bisschen geschämt, wenn sie rausgegangen sind und mit einem Jungen zusammen waren, dann haben sie gedacht, vielleicht könnte jetzt mein Onkel oder mein Vater oder jemand aus der Familie mich sehen. Dann mache ich dieses im Versteckten, im Heimlichen. Aber heutzutage, die haben nicht mehr Respekt vor ihren eigenen Eltern. Lassen wir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kennen diese Leute sowieso nicht, liebe Brüder und Schwestern. So gehen sie frei auf den Straßen und beschäftigen sich mit ihrem Vergnügen mitten auf der Straße, wo Kinder sie dabei sehen können. Das sind sogenannte Muslime, liebe Brüder und Schwestern. Aber unsere Aufgabe ist es, dass wir diese Leute schnellstens wieder zurückholen zu dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, bevor sie, liebe Brüder und Schwestern, total verloren gehen. Muslimische Frauen, die mittlerweile dreckige Filme drehen, waliyadu billah. Dreckige Filme drehen diese Frau. So weit ist es gekommen. Allahu Akbar. Und das ist das Ziel der Kuffar. Sie wollen unsere Mädchen ausziehen. Sie wollen, dass diese muslimischen Mädchen zu Opfern von ihnen werden, liebe Brüder und Schwestern. Und einer von den großen Shayatin, er heißt Wolfowitz und er ist bekannt in der gesamten Welt. Er hat gesagt, wir geben erst Ruhe, wenn die muslimischen Frauen auf unseren Tischen tanzen. Das ist deren Ziel. Warum sagen sie uns, warum wollt ihr eure Töchter immer bedecken? Warum sagen sie uns, ja, der Hijab, das Kopftuch, ist ein
politische Unterdrückungssymbol. Das ist ein Symbol für politische Unterdrückung. Warum sagen sie diese Sachen? Weil sie wollen, dass wir unsere Mädchen ausziehen. Weil sie wollen, dass wir diese Mädchen zur Beute für sie machen, liebe Brüder und Schwestern. Aber bei Allah, wir werden dieses um keinen Preis zulassen. Für unsere Töchter nicht, für unsere Mütter nicht und für unsere ganzen weiblichen Verwandten nicht, liebe Brüder und Schwestern. Die Mädchen, die sich das selber aussuchen, die sollen sehen, dass bei Allah subhanahu wa ta'ala eine Hölle auch existiert. Und wallahi, diejenigen, die diese Gesetze nicht achten von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah will, wird er sie sehr bestialisch in der Hölle schmoren lassen, wegen Unzucht, was sie hier machen, liebe Brüder und Schwestern. Ein Bruder, liebe Brüder und Schwestern, den ich persönlich kenne, seine Tochter sollte dazu gezwungen werden, dass sie am Schwimmunterricht teilnimmt. Sie ist vielleicht 9 oder 10 Jahre. Wisst ihr, was der Bruder gemacht hat? Der hat Hijra gemacht. Allahu Akbar. Hijra hat er gemacht. Schaut mal, subhanallah, der hat seine Tasche gepackt und hat gesagt, Wiedersehen. Es gibt unter uns Gottesfürchtige, die sagen, nein, Allahs Gesetz ist mir wichtiger als alles andere. Aber schaut uns an, wie viele Muslime würden hierbleiben, wenn man sagen würde, der Hijab muss verboten werden. Und das hat man schon in der Schweiz gemacht. Man hat den Niqab jetzt in einem Gebiet dort verboten. Und das ist klar, was die Leute vorhaben. Sie wollen, dass unsere Mädchen sich ausziehen, liebe Brüder und Schwestern. Aber sie können das nicht sofort machen, sondern sie machen das Schritt nach Schritt. Aber wie viele Muslime würden trotzdem hierbleiben, auch wenn man ihnen sagt, die Frauen müssen sich jetzt oder dürfen sich nicht mehr bedecken? Würden wirklich alle Muslime gehen? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Der Engel sagte, ich bin nur ein Bote von deinem Herrn und ich soll dir sagen, dass du einen Sohn bekommst. Sie sagt, wie soll ich denn ein Kind bekommen? Wie soll ich ein Kind bekommen, wo mich doch niemand angefasst hat und ich keine Prostituierte bin? Der Engel sprach, dennoch, Allah erschafft, was er will, denn das ist leicht für ihn. Wenn er zu einem Ding sagt, sei, dann ist es. Allahu Akbar, liebe Brüder und Schwestern, das ist von Allah, subhanahu wa ta'ala. Also war es beschlossene Sache und Maryam, radiallahu anha, wanderte weiter fort von ihrer Heimatstadt, damit die Leute nicht anfingen, schlecht über sie zu reden, bis die bestimmte Zeit um war. Natürlich, es war klar, liebe Brüder und Schwestern, wenn sie rausgeht und sie kommt zu den Menschen und sie ist schwanger, was werden die Menschen über sie denken? Dass sie natürlich Unzucht gemacht hat. Dass sie eine Schande über die Familie von Imran gebracht hat. Und das war eine Sorge für Maryam gewesen. Ganz allein war sie dann draußen unter einer Dattelpalme. Und schließlich gebar sie ihren Sohn Isa alayhi salam. Erschöpft und mutlos rief sie aus, ach, wäre ich doch schon längst gestorben und ganz und gar vergessen. Natürlich, liebe Brüder und Schwestern, die Schwangerschaft ist etwas Belastendes für die Frau. Aber dennoch, subhanallah, und das ist etwas sehr, sehr Merkwürdiges, wenn die Frau kurz vor der Entbindung steht, glaubt ihr, in dieser Zeit kann man sie ansprechen auf ein neues Kind? Sie wird sagen, nie wieder will ich ein Kind haben. Das war die schlimmste Geburt. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Aber subhanallah, kaum hat sie das Kind in der Hand, dann wird sie ruhiger. Und nach 3 Monaten oder 6 Monaten oder 2 Jahren will sie wieder ein neues Kind haben. Subhanallah. Aber zu dem Zeitpunkt, wo die Schmerzen da waren, dann hat sie gedacht, nie wieder in meinem Leben. Und sie guckt den Mann auch sehr komisch an in diesem Zeitpunkt. Ich empfehle den Männern, hier weit weg zu bleiben. Bi'idhnillah ta'ala. Und die nächsten Wochen auch, wenn es geht. Schaut mal, liebe Brüder und Schwestern. Sie hat diese Schmerzen gehabt. Aber sie hat auch daran gedacht, wie werden die Menschen über mich denken, wenn ich auch für einmal mit einem Kind wieder zurückkomme. Aber Jibril tröstete sie und sagte, sei nicht traurig, denn Allah hat unter dir einen Bach fließen lassen. Die Gelehrten sagen, einen Bach fließen lassen bedeutet, sie hat Isa alayhi salam hier geboren. Und schüttle nur den Stamm der Palme, dann fallen reife Datteln auf dich herunter. Iss und trink und sei guten Mutes. Und wenn jemand dich neugierig anspricht, dann sag nur, ich bin heute beim Fasten. Darum will ich auch mit den Leuten nichts Überflüssiges reden. Damals, liebe Brüder und Schwestern, wenn die Leute gefastet haben, dann sah das Fasten so aus, dass sie nicht mit anderen auch geredet haben. Nicht nur nicht gegessen haben, sondern auch mit anderen Leuten nicht geredet haben. Aber schaut mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala Maryam radiallahu anha wa ardaha gesegnet hat. Ein Engel wurde zu ihr gesandt.
wird ein Engel zu jedem von uns geschickt. Sie ist schwanger geworden. Sie hat ein Kind bekommen. Und wen? Isa alayhi salam. All das, was Isa alayhi salam gemacht hat, liebe Brüder und Schwestern, in wessen Lohnbuch wird das stehen? Und sie hat eine Palme geschüttelt und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie versorgt mit frischen, reifen Datteln, liebe Brüder und Schwestern. Und als Maryam radiallahu anha gegessen und getrunken und sich ausgeruht hat, hat sie beschlossen, dass sie mit Isa alayhi salam zu ihren Angehörigen zurückkehrt. Und sie nahm ihn auf den Arm und wanderte den ganzen langen Weg bis in ihre Heimatstadt zurück. Die Verwandten und Bekannten, sie waren verwundert gewesen, als sie da Maryam radiallahu anha mit einem Kind in den Arm daherkam. Ja, أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Sie sagten, O Schwester Haruns, O Schwester Haruns, was hast du getan? Das ist doch wirklich allerhand. Dein Vater war doch kein schlechter Mann und deine Mutter war auch keine Prostituierte. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. So zeigte sie auf Isa alayhi salam. Sie hat nicht viel geredet, liebe Brüder und Schwestern. Sie hat nur auf Isa alayhi salam gezeigt, um zu zeigen, dass dieses Kind etwas Besonderes ist. Und subhanallah, jetzt kommt dieses Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الله أكبر. Hier wird das Wunder deutlich, liebe Brüder und Schwestern. Sie haben ihr natürlich Vorwürfe gemacht, weil sie gedacht haben, und das ist nicht vom Islam, dass wir schnell schlecht denken über eine Sache und wir haben kein Wissen darüber. Schaut mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, wenn einer mit einer Nachricht zu euch kommt, dann vergewissert euch, bevor ihr dieses annimmt, was er euch gesagt hat. Aber diese Leute haben sofort gesagt, nein, sie hat sich der Prostitution schuldig gemacht. Und bis heute gibt es Leute, wal'iyadu billah, sie sagen, Maryam war eine Prostituierte und Isa war ein Lügner. Allahu Akbar. Diese Leute, welche gewaltige Sachen sagen sie aus ihren Mündern, liebe Brüder und Schwestern. Sie sagte Maryam radiallahu anha, sie zeigte auf Isa alayhi salam, und hat den Leuten damit weiß gemacht, fragt ihn doch. Und sie waren verärgert gewesen. Sie waren verärgert gewesen. Sie sagten, wir können doch nicht mit einem Wickelkind reden, mit einem Säugling. Er war frisch geboren. Aber zu ihrem größten Erstaunen fing das Kind von sich aus an zu sprechen. Ich bin wahrhaftig ein Diener Allahs. Das ist der erste Satz, der aus Isa alayhi salams Mund kam. Ich bin wahrhaftig ein Diener Allahs. Er hat mir die Offenbarung gegeben und mich zu seinem Propheten gemacht und er hat mich gesegnet, wo immer ich bin. Er hat mir das Gebet und die Zakat zur Pflicht gemacht und mir befohlen, liebevoll zu meiner Mutter zu sein und nicht hochmütig
und ungerecht zu werden. Frieden liegt auf mir am Tag meiner Geburt, an dem Tag, an dem ich sterbe und an dem Tag, an dem Allah mich wieder zum Leben auferweckt. Was hören wir hier, liebe Brüder und Schwestern? Im unverfälschten Koran. War Jesus ein Sohn oder war er der Sohn Gottes? Allahu Akbar. Diejenigen, die dieses sagen, sie sollen uns den Beweis bringen, dass Isa alayhi salam jemals behauptet hat, dass er Gott oder der Sohn Gottes ist. Und wir geben ihnen Zeit bis zum Tage der Auferstehung. So lange haben sie Zeit, uns den Beweis zu bringen. Bei Allah, sie haben keinen Beweis, liebe Brüder und Schwestern. Aber wir haben den Beweis, dass Isa alayhi salam der Diener Allahs subhanahu wa ta'ala gewesen ist. Allah subhanahu wa ta'ala sandte seinen edlen Propheten Isa alayhi salam zum Volke Bani Israel. Isa alayhi salam sollte ihnen erklären, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbeten sollten. Hört mal, und das ist schon eine Verkündung auf unseren Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Und als Isa, der Sohn Mariams, sagte: O Kinder Israels, gewiss, ich bin Allahs Gesandter an euch. Das werde ich bestätigen, was in der Tora vor mir war. Und einen Gesandten werde ich euch verkünden, der nach mir kommen wird. Sein Name ist Ahmed. Als er nun mit den klaren Beweisen zu ihnen kam, sagten sie, das ist deutliche Zauberei. Subhanallah. Hört mal, was Allah Azza wa Jal hier sagt. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah hat diese Leute betitelt, die dieses gesagt haben. Wer ist ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt, während er zum Islam aufgerufen wird? Und Isa a.s. hat sie zum Islam aufgerufen. Und Allah leitet das Volk der Ungerechten nicht recht, liebe Brüder und Schwestern. Hier sehen wir, dass Isa a.s. den Leuten schon vorangekündigt hat, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt. Weil Ahmed und Muhammad ist vom selben Wortstamm. Das heißt, es ist egal, ob jemand Ahmed oder Muhammad heißt. Dieses, liebe Brüder und Schwestern, wurde dem Bani Israel angekündigt. Das heißt, wir haben einen Beweis dafür, dass diese Leute... die sich heute Christen und Juden nennen, wen folgen müssen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa alaihi salam hat bestätigt, was in der Tora steht. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat doch auch bestätigt, dass diese Bücher, heiligen Bücher existieren. Die Tora und Al-Injil, die Bibel oder Evangelium, wie man sagt, und der Koran Al-Karim. Das ist doch alles da. Wir haben doch niemals gesagt, es gibt die Juden nicht und es gibt die Christen nicht. Nein, wir bestätigen dieses, aber wir bestätigen auch zugleich, dass diese Leute ihre Bücher gefälscht haben. Diese Leute, wallahi, haben ihre Bücher gefälscht. Warum? Weil ihnen nicht gefallen hat, was da drin stand. Es gab Heuchler unter ihnen, liebe Brüder und Schwestern. Sie sind zu den Menschen herausgegangen und haben ihnen gesagt, mach dieses und jenes. Sie haben ihnen das Gute geboten, aber selber haben sie viel Schlimmeres gemacht als die Menschen selber. Das waren sogenannte Gelehrte, das waren Heuchler gewesen. Sie haben nicht mit den Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala regiert, sondern sie haben die Gesetze immer mehr gedreht, bis die Bibel so verfälscht wurde, dass man jetzt nicht mehr 2, 3 Sätze mit ruhigem Herzen lesen kann. Liebe Brüder und Schwestern, wer sagt uns, was da drin authentisch ist und was nicht? Subhanallah, da wird darüber berichtet, dass ein Prophet mit Allah gerungen hat und dieser Prophet hat Allah besiegt. Ist dieses normal, liebe Brüder und Schwestern? Wallahi, wenn wir diese Leute fragen, glaubt ihr wirklich, was da drin steht? Haben diese Leute wirklich ein ruhiges Herzen, wenn sie dieses lesen? Und ich möchte abschließen mit einer Geschichte, liebe Brüder und Schwestern, die Imam al-Qurtubi, rahimullah ta'ala, der Tafsir-Gelehrte in seinem Buch, geschrieben hat über die Ayah, inna nahnu nazzalna dhikr, wa inna lahu lahafidhun. Wir sind es, die wir die Ermahnung, das heißt Koran und Sunna, herabgesandt haben,
und wir werden ihr Bewahrer sein. Wir werden ihr Hüter sein. Das heißt, Koran und Sunna wird niemals gefälscht sein. Und zwar gab es eine Person damals, einen Juden. Der ist immer zu den Muslimen gegangen und hat ihre Sitzung besucht. Damals gab es einen Kalifen in dieser Zeit. Und dieser Kalif hatte sehr viel Wissen gehabt. Sie haben sich hingesetzt und haben die Schriften studiert, Usul al-Fiqh, Hadith-Lehre, Tafsir und so weiter und so fort. Die Wissenschaftsbereiche im Islam. Und dieser Jude hat sich immer dazu gesellt, aber er hat nicht den Islam angenommen. Eines Tages ist der Kalif zu ihm gegangen und hat ihm gesagt, ist es nicht langsam Zeit, dass du den Islam annimmst? So sagte er, meine Eltern sind Juden und ich bin zufrieden mit dieser Religion. Ich habe bis jetzt keinen Bedarf, diese Religion auch zu wechseln. Und irgendwann entfernte er sich von der Sitzung und er kam eine lange Zeit nicht wieder. Nach einem Jahr kam er wieder zurück zu der Sitzung als Muslim. Und der Khalif saß immer noch da mit den Leuten und er hat sich gewundert. Er hat sich gewundert, dass er jetzt Muslim geworden ist, nachdem er sehr festen Glaubens war, dass er nicht den Islam annehmen will. So ging der Khalif zu ihm hin und er sagte zu ihm, was hat dich dazu bewegt, dass du den Islam angenommen hast? Hört mal diese Worte und wallahi, lasst sie in eure Köpfe drinne, damit wir verstehen, wer sich um ihre Religion kümmert oder wer nicht. Dieser Mann, der war intelligent gewesen und er hat geforscht, er hat gesucht. Er sagte, meine Entscheidung stand fest, als ich folgende Gegebenheit untersucht habe. Ich bin zu den Christen gegangen. Und dieser Mann, der war ein Schreiber. Das heißt, er hat eine wunderschöne Schrift gehabt und wenn er etwas geschrieben hat, hat er dieses an die Leute verkauft. Was hat er gemacht? Er hat sich von der Bibel 3 Exemplare gekauft und er hat sie gefälscht. Und dann ist er zu den Leuten damit hingegangen, von den Christen, und er sagte zu ihnen, wollt ihr diese Bibel kaufen? Sie sagten zu ihm, das sieht eigentlich sehr schön aus, wir kaufen diese Bibel. Und so nahmen sie diese Bibel und sie achteten nicht auf den Inhalt, ob sie gefälscht waren oder nicht. Schönheit, Kunst, Großartigkeit. Dann ging er zu den Juden und kaufte ebenfalls 3 Exemplare und er hat sie alle gefälscht und hat sie zu den Juden gebracht. Genau dasselbe, liebe Brüder und Schwestern. Sie haben sie sofort von ihnen gekauft und haben nicht darauf geachtet, was der Inhalt sei. Und dann ist er zu den Muslimen gegangen und hat ebenfalls diese Exemplare vom Koran nachgeschrieben. Und als er bei den Muslimen war, da haben sie gesagt, das gefällt uns, was du hier hast, aber wir müssen erstmal überprüfen, ob das, was drin steht, mit dem Koran übereinstimmt oder nicht. Allahu Akbar. Übereinstimmt. Sie haben nicht nach Kunst geschaut. Nach Äußerlichkeiten. Ist das Wort Allahs dasselbe, wie sie es kannten oder nicht? Und er meinte, das war der Zeitpunkt, wo Allah mein Herz aufgemacht hat. Und er hat dieses so gewollt, dass ich Muslim werde. Subhanallah. Schaut mal, liebe Brüder und Schwestern, wie manche Leute auf das Wort Allahs achten. Und Alhamdulillah, wie viele Millionen von Menschen, von Muslimen, haben den Koran auswendig. Und kennt ihr vergleichsweise nur eine einzige Person, die das Neue oder auch Alte Testament auswendig hat? Das eine wurde bewahrt, auch durch kleine Kinder. Und das andere nicht, liebe Brüder und Schwestern. Weil die anderen Bücher, die waren nur zweitweise, sind sie zu den Völkern geschickt worden. Für ein bestimmtes Volk, für eine bestimmte Zeit. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam zu der gesamten Menschheit und dieses Buch wird bis Yawm al-Qiyamah bleiben. Ja, dieses Buch wird bis Yawm al-Qiyamah bleiben. An diesem Buch wird nichts geändert. Wie kann auch an diesem Buch etwas geändert werden, wenn doch dieses Buch bis zu diesem Zeitpunkt bleiben soll? Dann könnten die Menschen ja zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen und ihm sagen, ja Allah, dein Buch wurde verfälscht. Wir wussten nicht, was richtig und was falsch ist. Also haben wir praktiziert, wonach uns war. Allah ist doch der Allweise, der Allwissende, der Allhörende, liebe Brüder und Schwestern. Das Buch ist unverfälscht und so müssen die Leute sich auch an deren Gesetze halten. Und derjenige, der sich an das Gesetz von diesem Buch hält, der wird bi'idhnillah ta'ala ein Gewinner Yawm al-Qiyamah sein. Aber wer sich nicht an diese Gesetze hält, Allahu Akbar, der soll sich warm anziehen, liebe Brüder und Schwestern. Nächstes Mal machen wir weiter mit der Geschichte von Isa a.s. bi'idhnillah ta'ala. Und zwar geben wir die Beweise dafür, dass Isa a.s. Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorangekündigt hat,
weitere Beweise und wir werden erklären, wie Isa a.s. wirklich gestorben ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg der Wahrheit befestigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala nichts Falsches in unsere Herzen reinkommen lassen. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ila.